Ja, moin Leute und einen wunderschönen guten Tag. Ich habe heute eine kleine Quick News für euch, beziehungsweise eine zweite Version meiner News, nämlich Quick News. Das sind so kleinere News, wo ich über etwas berichte oder über ein, zwei Themen, worüber ich jetzt nicht unbedingt eine All About Nintendo News Folge machen will. Das ist jetzt das Thema, und zwar geht die Quick News über die Nintendo Wii U. Heute wurde offiziell ja die Vorbestellung eröffnet. Die ganze Geschichte soll 399,99 kosten, also knapp 400 €, und am 21. Dezember 2012 erscheinen. Ja, Nintendo hat auch schon bekannt gegeben, dass man sich das eben vorbestellen kann. Aber offiziell was zu den Daten haben sie nicht gesagt, ob das alles so richtig ist. 399 € ist schon ein bisschen viel, aber ich habe damit gerechnet, dass es 300 bis 400 € kosten wird. Aber Nintendo hatte vor ein, zwei Wochen ja bekannt gegeben, dass wir vom Preis sehr überrascht sein werden. Und ich denke mal nicht, dass sie das im Negativen meinten. Von daher wird sich beim Preis auf jeden Fall noch was ändern. Hier unten steht es ja auch nochmal. Bitte beachten Sie, dass Nintendo noch keine unverbindliche Preisempfehlung herausgegeben hat und der Preis noch sinken kann. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Und das wird auf jeden Fall noch kommen, weil wenn man schon sagt, wir werden vom Preis überrascht sein, wird das auch so sein. Bloß ein bisschen kacke, dass man hier nicht die schwarze Version bestellen kann, weil man weiß schon, dass es die schwarze Version ein bisschen später geben wird, aber wie viel später weiß man ja nur auch nicht. Und ich hätte eigentlich schon gerne die schwarze Wii U. Aber ich bin ganz ehrlich, im Notfall beklebe ich mir den Controller. Es gibt ja Folien und da wird es irgendwo eine Seite geben, die sowas anbieten wird. Ist ja auch nicht schlecht, anstatt irgendwie länger zu warten, beklebt man sich das eben. Ja, 21. Dezember 2012 finde ich auch ein bisschen unrealistisch. Warum? Ganz einfach wegen dem Weihnachtsgeschäft. Normale Menschen gehen ja schon ein, zwei Monate vorher die Weihnachtsgeschenke kaufen. Und ich bin auch einer, der es eigentlich auf den letzten Drücker macht. Aber jetzt so für den 21. Dezember ist das so ein bisschen unvorteilhaft, finde ich, weil, ja, 3 Tage vor Weihnachten, auf jeden Fall, da wird sich auch noch was ändern. Von daher finde ich die ganzen Daten so ein bisschen, ja, fragwürdig. Weil das kann man sich auch an den Fingern abzählen, dass das Ding nicht teurer als 400 € sein wird und auch nicht später als 21. Dezember erscheint. Da bin ich ganz ehrlich und ich denke mal, in den nächsten Wochen wird sich an den beiden Dingen noch einiges ändern. Vielleicht kommt dann nochmal eine zweite Quick News, wo ich dann den Stand der Dinge nochmal erzähle, wie es dann jetzt aussieht. Und ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Wenn ihr euch das schon mal sichern wollt, dann könnt ihr euch das sichern. Wenn ihr es jetzt vorbestellt, dann bezahlt ihr den Preis, den es am Ende hat. Angenommen, das Ding kostet am Ende 200 € und ihr habt es jetzt hier für 400 vorbestellt, dann bezahlt ihr natürlich auch nur 200. Ja, und das soll es dann jetzt auch gewesen sein. Eine kleine Quick News über die Wii U. Bin sehr gespannt, was sich da noch ändern wird, weil da wird sich auf jeden Fall was ändern. Und in diesem Sinne, schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr euch das Ding jetzt auch schon vorbestellt oder lieber wartet oder ob ihr die schwarze haben möchtet und darum wartet. Das würde mich so ein bisschen interessieren und ansonsten war's das auch. Ich verabschiede mich, ja, bis zum nächsten Mal und haut rein.